So, Arriveru, herzlich willkommen heute zur zweiten Spielwoche in der, ihr habt es umbenannt, ne, diese Hunde. Am Anfang hieß es League of Justice, jetzt heißt sie nur noch Justice League, aber ich ändere das nie. Das bleibt jetzt die League of Justice bei mir. Und ich habe dabei den guten Tobi. Guten Tag, und das ist so richtig. Wir haben es kurzfristig vor Start umbenannt. Und ja, das ist auch in Ordnung, wenn du den alten Namen beibehältst. Das bleibt auch so. Ich habe so eine Woche später reingeguckt, dachte mir, willst du mich verscheißern? Ja, das ist aber tatsächlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf Sabrinas Mist als Oberaufseherin. Also von daher, nur von mir. So, in der leichten Hoffnung, dass wir uns jetzt gleich battlen, geben wir mal den Goat ein. Wir gehen schon mal in die Teamübersicht. Ich habe nämlich hier mal eine Grafik zusammengeschustert, wo man schon mal sieht, welche Mons wir mitnehmen. Und im Endeffekt wird so sein, dass ich mit auf meiner Seite Dusclops, Unpheasant und Lord Marowak haben werde und Tobi. Ja, ich werde Urshifu, Single Strike, Pin Churchen und natürlich das gute Togepi dabei haben. Das gute Togepi. Ja, bin mal gespannt, was. Oh, mir fällt gerade ein, oder ich stelle gerade fest, dass meine Ava Media Capture Card plötzlich mir angezeigt wird. Warum? Oh. Ist dies der Fall? Ja, wenn ich mich mit Streaming auskämpfen würde, könnte ich die da, glaube ich, weiter kämpfen. Es ist wie verhext manchmal, ne? Glaube ich. Was ist denn jetzt dein Problem, bitte? Okay, irgendwas ist jetzt da. Ich glaube, jetzt habe ich was. Ich habe ein Bild. Das okay, mir. Sehr gut. Sehr dann warte ich nochmal mit der Regelauswahl. Zum Glück kann man das ja alles manuell steuern, dass so, man... Strike. Okay, genau. Also ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, wir haben ein beschissenes Matchup. Ja, es ist nicht das Leichteste. Sagen wir es mal. Finde ich geil. Linde gesagt so. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich auf Trick Room bauen müssen, ist unser Matchup echt beschissen. Aber hey, wir machen das Beste draus, ne? Aber natürlich. Wäre ja auch blöd, wenn wir nicht das Beste draus machen würden. Richtig. Also wir können ja mal zu unserem Monster was sagen. Also ich habe eine Ebulite auf Dusclops sowieso, ist unser TR-Setter, dann Choice Band auf Unpheasant und den Thick Club auf Alone Marowak. Genau, und ich habe, glaube ich, was Choice Banded Urshifu. Kann's nie, weil ich Banded Unpheasant bin. Achso, genau, wait, dann war es, glaube ich, Scarf, genau, so rum. Genau, ich meine, ja, Scarf und dann natürlich sehr überraschend, hoffentlich für unsere Gegner, das gute Weakness Policy Pin Churchen, auf das wir große Erwartungen setzen. Mhm. Und dann natürlich Focus Sash Togepi zum zweimaligen Follow Me User, vielleicht auch öfter, je nachdem, wie sie uns fokussen. Ja, richtig. Also ich meine, es kann auch durchaus was tanken, ne? Das wissen wir zum Glück durch Kalt. Eben, also das kann einiges tanken. Das ist also überraschend. Die potenteste Kalk, die wir hatten, war ja, dass es ein auf Meteor Beam gekalktes G-Max Colossal auf plus 2 Tank, ne? Mm, genau, irgendwie so, ja, genau. So, mal gucken, was sie mit haben. Ja, okay, sie haben Glurak zu Hause. Sie haben Glurak zu Hause gelassen. Das ist epic. Pinkertchen kann hier ficken, ne? Ja, Pinkertchen hat hier Bock, habe ich gehört. Und das ist wahrscheinlich Anti-Trick Room. Und ich meine, die gehen auf 100%ig Screens, ne? Das kann man, glaube ich, schon mal relativ. Ja, das ist auf jeden Fall safe. Interesting. Das Cavalier macht mir natürlich extrem Sorgen. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben ja Defog mit, ne? Für Cases.
Genau, genau. Das haben wir ja zum Glück, glaube ich. Ich dann mal mit U-Turn. Ich würde dann wirklich einfach mal mit Urshifu, genau. Weil wir den TR ja eher fürs Late Game haben wollen, damit wir da dann. Na gut, dann haben wir das schon mal. Ich meine, ich glaube schon, dass deren Dynamaxer das Minus war. Ja, glaube ich auch. Vermutlich. Gut, dann lead ich mal mit Anfessen, weil im Zweifel können wir U-Turn. Im besten Fall bereits schon, wenn wir Klefki sehen, defoggen. Mhm. Genau. Ja, aber ohne Witz, Glurak, dass das nicht da ist, macht schon Spaß. Weil das hätte, also vor dem hatte ich am meisten Angst, muss ich echt zugeben. Na, mal gucken. Okay, Venusaur, Klefki. Also, ich würde ja vermuten, dass das Klefki. Ich würde ja sagen, das macht Screens, ne? Aber. Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Das Ding ist, ich glaube, dass der Brave Bird, ne? Ja, der wird das Ding nicht rausnehmen. Der Bandit Brave Bird nimmt das Minusaur Safe raus. Das Problem ist nur, dass wir Sunny Day spielen können. Spielen halt Sunny Day wahrscheinlich. Ach, ja, gut. Ne? Ja, das, also entweder, ja, das ist so eine 50-50. Entweder legen sie Screens wie Reflektor oder das. Ich glaube, die machen Sunny Day. Ja, das kann halt gut sein. Ich Brave Birde das Minusaur. Soll ich dann Finstertreffer auf Venusaur oder Feuerschlag auf Klefki? Gehen wir mit Feuerschlag Klefki? Ich weiß es nicht. Nee, mach mal Venusaur. Geh mal Double auf Venusaur. Okay, gut. Weil ich glaube, das ist der größte Fred an der Stelle. Okay. Oh, wechseln aus. Dann stirbt Aromatis. Maybe. Also, das ist Bandit, ne? Also, es ist halt Fakt. Okay, cool. Ist okay. Ist okay. Macht halt wow, das ist, das, ja, das wollte ich gerade sagen, dafür, dass es resistet und hinter einem Reflektor. Jetzt bin ich gespannt. Ist... Okay. Ah, schade. Aber es ist nicht schlimm. Es ist echt vollkommen okay. Ich meine, du kannst die foggen. Und ich gehe jetzt in 300, weil das Matchup ist, also... Was will das Klops hier? Also das Klops hat hier ein gutes Händchen und wir können dann immer noch defoggen, ne? Ja klar, soll ich auch raus switchen oder was sagst du? Ist halt die Frage, wie viel. Du bist scarfed, ne? Genau, also ich bin jetzt eher auf Finstertreffer gelockt. Wie viel macht denn das auf Aromatis, frage ich mich gerade. Hat glaube ich gerade so knapp 20% gemacht. Das Ding ist halt, dass es zwei Feen sind, ne? Klefki ist auch eine Fee, oder das ist. Ja, Steve, ja Klefki ist auch eine Fähne. Ja, geh raus, das ist zu crazy. Und wenn die Führung TR setzen, ist doch super. So, okay, dann setze ich, dann gehe ich, soll ich dann lieber in, ja, dann gehe ich in Togepi, ne? Weil auf das Leonidas, ja, aber auf Pin, wollen wir auf Pin Church und Dings haben? Ah, was? Scheiße. Was wollen wir? Ich meine, da hätten wir gleich bulldozen können. Ja gut, stimmt schon, aber... Service ich und Legging Tail. Echt für dich, okay. Welches Mon? Oh, ich habe ein Legging Tail, okay. Oh, hast du vor... Du hast... ich habe... Ich konnte... Genau... Alter, das ist... Ah, gut. Genau. Ja, damit ist Urshi weg. Das ist nicht cool. Ja, nicht... Ich wusste aber, also ich hätte jetzt, ich wäre halt ein Ping gegangen an der Stelle. Ja, aber, ja, das beziehungsweise ich fand es halt schwierig auf Pin, Damage schon zu haben, ne? Das fand ich jetzt schwierig, aber gut.
Ich meine, es ist, ja, ist jetzt blöd, dass Urshifu dadurch gestorben ist, ne? Ja, mega, mega beschissen, aber ist okay. Also lässt sich jetzt nicht ändern. Mhm. Ich gehe auf Bulldoze jetzt, also ich meine, why not? Soll ich da auf Lehmbrühe oder Hochspannung? Ja, Lehmbrühe müsste beide killen. Das Ding ist halt, mein Bulldoze kommt nach deiner Attacke, ne? Weil ich hab's Lagging Tail. Ah, stimmt. Wäre ich drin geblieben, ey. Na, gut. Oder ich setz... Was hast du noch? Ja, oder ich drück halt Hochspannung und kill halt... Zumindestens Klefki, würde ich sagen, ist die Threat. Schmarotzer, Intu, das, okay. Achso, na gut, wir sind ja speziell, ne? Ah, cool, die denken, wir sind physisch. That's the power of special. Ja. Tschüssi. Was? Nein, aber ist... Aber kennt jetzt. Ja, gut, jetzt aber. Oh. Okay, wait, ich notiere mir vielleicht auf das Klotz. Okay. Ja, mit Protect of Pink, ne? Genau, genau. Mega gut, mega gut. Okay, damit haben wir ein wichtiges Mon von denen raus. Das Klotz hat ein Kill. Und Aromatis von denen hat. Aromatis hat ein Kill. Alter, was ist. Oh, das ist so gut. Sie konnten keine Screens mehr legen und. Oh, das ist perfekt. Weil ich das echt krass finde, weil. Naja, gut. Lagging Tail, ja, gut. Ist trotzdem im. Prioritäten-Bracket, ne? Wir sind Plot 1. Okay, S-Cavalier. Ich würde sagen, ich protecte und du versuchst den TR zu setzen, oder wie wollen wir es machen? Müssen wir. Wir haben, glaube ich, keine andere Option. Ja, ich meine, wir sind langsamer als S-Cavalier im TR. Das ist das Gute. Beziehungsweise im TR dann schneller halt, ne? Ja. Die Frage ist halt, die könnten auch jetzt Reverse Trick Room machen. Oder Dynamax halt sofort. Mit S-Cavalier, das kann ich mir halt auch vorstellen. Ja gut, aber ich meine, uns bleibt halt wirklich nichts anderes übrig. Nee, eigentlich. Wir müssen, wir können ja anders. Was Gute ist, selbst ohne Eviolite tankt halt das Klotz mega gut. Was? Ja, das Ding ist, Helping Hand. Knockoff würde halt killen. Ja. Das muss ich halt sagen. Das muss ich auch sagen. Und ich glaube, die gehen dafür auch, weil es eigentlich das sicherste Play ist, das Klops anzupeilen. Okay, Dynamax. Okay, nice. Oder auch nicht, je nachdem, was sie jetzt machen. Und so werden wir es jetzt tun, ja. Ob Helping Hand Ground oder ob Helping Hand Dark, wahrscheinlich Mixed Darkness, würde ich vermuten. Ja, ich schätze. Mixed Quake. Oh, die Erdstoß. Alter, das. Ist okay. Das ist okay. Das ist definitiv okay. Die Frage ist halt jetzt, ob Reverse Trick von denen kommt, genau. Fake Tears. Na, oh, das ist gut. Also aktuell kann ich jetzt nicht echt brauchen. Gut aus, ne? Ich meine, das ist Room Service, Aromatis, da muss man halt aufpassen. Das heißt, es dürfte langsam als Pink sein, vermutlich. Na, ja. Macht auch nur minus 1, weil das ist auf minus 2. Ich habe jetzt nicht so die Zeit. Ich meine, Rising Gold. Soll ich Helping Hand drücken oder soll ich Nightshaden? Nightshade, oder? Ja, dann kann ich mit Rising Voltage auf Dings gehen, ne? Ich denke mal, dass wir ja Aromatis raus haben mit einem Nightshade, oder? Ja, das schon. Die Frage ist halt eher, ob der Moonblast dich killt. Ja gut, das kann halt sein, ne? Aber ich meine,
Wir können es halt nie riskieren. Wir müssen es machen. Na, komm. Hast du Rising, ja, ne? Ja, genau. Ich bin auf Rising und auf Escavalier. Weil, wie gesagt, wir können es ab den Turn halt echt nicht riskieren. Oh, wir sind... Oh, ja, das ist doch okayer Schaden. Weniger als ich erwartet habe, tatsächlich. Also. Ja, gut. Das geht. Ist okay. Ist okay. Also wir haben jetzt guten Chip trotzdem auf das bekommen. Mhm. So, aber damit ist es wahrscheinlich... Na wohl, leben wir das nie? Ja, wir leben das, ne? Klar, easy peasy. Easy, ja. Gut, okay. Problem ist halt, dass deine Seite nur noch einen hat. Na, gut. Ist das dein Ernst? Alter. I mean, ich könnte ja jetzt einfach Bitterkurs auf Escavalier machen. Jo. Das sieht, finde ich, sehr, sehr sinnvoll aus. Weil, ja. Und ich könnte... Was mache ich denn jetzt? Soll ich das, glaube ich, aufheben? Ist halt schwierig, ne? Also... Eigentlich bringt uns das, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel, oder? Die Frage ist, wir brauchen halt den Trick Room eigentlich nochmal wahrscheinlich, ne? Na, das... Ja, aber ich meine, eine Attack leben wir. Kannst du mal schnell nachgucken, wie viele TR-Runden wir haben? 3. Ah, okay. Ja, ansonsten Nightshader, Aromatist, dann müsste eigentlich... Ja. So, und Gewalt. Das arme... Dieses Sparta jetzt tot. Wahrscheinlich, ne? Nein! Es verfehlt halt einfach. Willst du mich verarschen? Verdammt! Es ist... Das war's. Das, ja. Weißt du, das größte Problem war, dass wir Urshifu so früh verloren haben. Hättest du den Switch-Out geschafft, noch zeitlich, dann... Ja. Alter, aber dass sie mit wahrscheinlich wieder einem KP überlebt haben, ne? Ja. Unfassbar. Das kann auch nicht gekalkt gewesen sein. Niemals. Das war wieder so eine Wall einfach, die wir nicht getroffen haben. Also mit dem Mon davor. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das denke ich auch. Ja, weil noch Politoed in the back, das ist halt das Problem. Yay, ich kann deine Mätzen. Bringt mir sehr viel bei 0 Mons. Ja. Tja. Was willst du machen, ne? Okay, wait. Bis jetzt sind 3 Mons von uns gestorben, ne? Ach, ja, ist halt dumm. Halt... Mit einer Seite verlierst du immer. Du hast keine Chance mehr mit einer Seite. Na. Ich glaube, Escavalier hat einen Kill gemacht. Und hat Aromatist bis jetzt 2 Kills gemacht? Ich weiß es nicht. Ah ne, Escavalier hat 2 Kills gemacht. So rum war es genau. Escavalier hat ja Pinchurchin und Dings rausgenommen. Jetzt Togepi. Ah, dafür hat das Klopf auch 2 Kills. Wir müssen uns halt echt angewöhnen, dass wir auch die Aktionen umsetzen, sonst macht es halt keinen Sinn. Na klar. Ich kann mit das Klopf deine wechseln, das ist nice. Mache ich das sofort. Aber ich glaube, unser Matchup morgen ist ein bisschen einfacher. Das stimmt.
Aber ja, wie gesagt, hier haben wir auch wieder nie gut gespielt. Das ist. Das Urshifu hätten wir auswechseln müssen. Ja. Ja, das war my bad. Und das ist halt einfach dieser Schmutztimer, ne? Ja. Also der Timer war halt auch, okay, Escavalier holt sich den dritten. Ja, also ich will jetzt großartig machen. Da kann ich nichts mehr machen. Na, zumindest. Ja gut, ich meine, paar Kills halt einfach claimen, ne? Bravebird zum Beispiel into Escavalier, um das zu killen. Wird nie killen, glaube ich nicht. Na, ist neutral effektiv, oder nicht? Schon. Oder kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, weil es ist halt physisch auch sehr bulky. Okay. So, glaube ich nicht. Ich gehe auf den Giga Impact oft, glaube ich. Ja, oder halt Kingdor versuchen rauszunehmen. Na, wenn dann mit Giga Impact, ne? Mhm. Aber wird eh protecten. Die werden das jetzt runterspielen. So, tot. Das fühlt sich gut an. Oh, danke. Der hat den Band runtergenommen. Hey, aber immerhin ist auf Dings. Auf der Seite auch noch ein Mon, ne? Joa. Aber ich meine, gut, du hast jetzt eine Runde Recovery, ne? Hättest du jetzt den Bravebird, boah, das wäre noch knapp geworden. Den hätten wir nie gekillt. Ja, nee, klar, definitiv nicht. Aber hätten. Wär's wir jetzt. Hätten wir Urshifu behalten. Dann. Ja, dann hätten wir es gut gewinnen können noch am Ende. Aber ich hätte einfach Togepi reinwechseln müssen. Richtig. Ja, weil ich wollte. Ich war halt am Überlegen und wollte halt nicht auf Pinchurchen, weil ich halt einfach den Damage da drauf nicht haben wollte, ne? Ja, klar. Aber hey, 2-3 Kills kannst du hier vielleicht noch claimen. 1-2. Okay, 1-2, nicht 2-3. Aber wenn du jetzt auf Dynamates. Du hast Dynamates Runde gerade, ne? Hoffentlich. Nö. Ja, Dynamates Feuer nimmt Vinu raus, wenn ich habe gerade keine Dynamates Runde. Ach, du hast. Ah, so ja, eine Kacke. Ich hab ja eine seine Mixmone. Das geht nicht. Ich kann gerade nicht. Deswegen so. Muss ich bedenken. Okay. Weil jetzt der Tod reinkommt. Okay, Schutzschild kommt. Meteorologe. Oh. Das ist schön. Ja, wir leben halt nicht. Also keine Chance, dass wir irgendwas leben. Na gut, aber vielleicht haben wir Glück und Venusaur geht drauf, ne? Mit was denn? Mit Poltergeist? Also mit deiner Ghost? Haben wir keine Feuerattacke? Doch, aber es ist halt Regen draußen. Ja gut, ansonsten wirklich mit Dina Ghost versuchen. Die werden vielleicht jetzt Helping Hand machen oder einfach mal die Water Weather Ball. Das killt halt safe. Wir sind halt Rippe ohne Ende. Ja gut, aber vielleicht wäre halt einfach der Play gewesen, wirklich Dina Feuer zu gehen. Dann hätten wir die Sonne draußen. Weil Meteorologe kann uns dann ja nicht mehr so extrem viel machen. Der killt uns halt jetzt trotzdem mit so Bums. Guck mal. Ach, das. Oh, nein. Und jetzt Surf oder sowas oder what mal die Water und das war's. Ja. Ah, gut. Also war ja absolut. Ach, ja, stimmt, die waren schneller, deswegen. Oh, ich glaube, wir brauchten halt den Trick Room, das war halt der Punkt. Ja, genau, ja. Ja. Muss man halt einfach klar sagen, haben wir halt auch nie gut runtergespielt. Ist halt. Nee. Ist de facto so. Okay, also, die haben. Mit wem haben sie noch Kills geclaimed? Ich. Zum Schluss. Also, Politoed hat jetzt den letzten Kill bekommen. Genau.
Und Venusaur hat den Sludgebomb-Kill auf Unfezzen bekommen. Ach genau, ja, Politoed 1 und ja, ich meine, dafür, dass es, wir haben es kacke runtergespielt, ist schon richtig, aber so ein leichtes Matchup hatten wir halt auch nicht, ne? Nee, schon, aber ich meine, gerade das, den Urshifu, wir haben Urshifu halt abgeworfen, ne? Für nichts. Ja, klar, also wie gesagt, wäre halt easy gewesen, wenn wir auf den, oder was heißt easy, machbar am Ende gewesen, wären wir auch einfach auf, Togepi. Oder ich halt einfach Togepi, weil das hätte ja. Einen Hit gelebt, hätte dann nochmal einen Hit gelebt, wir hätten irgendwas anderes machen können. Na, oder wir hätten das vor allem als Follow nehmen können. Genau, Follow, genau, so, da, genau, das meinte ich. Hätten wir Follow Me, hätten den, maybe den Trick nicht bekommen oder sonst was, I don't know. Mhm. Ah, unlucky. Ich hätte auch in Unfezzen drin bleiben können. Aber das sah halt im Endgame gut aus, ne? Ja, schon, aber wir hätten halt zwei Seiten gebraucht. Mit einer Seite ist halt beschissen. Ja, das ist halt so die Strategie, ne? Dass man ja. Halt eine Seite weg und dann. Aber haben das, die halt auch, das haben ist, die auch die ganze Zeit gemacht, ne? Also. Ja, die haben mich ja eher erstmal gefokust, so. Genau. Ja, aber wir konnten sie halt einseitig nicht fokussen. Das war das Problem irgendwo. Weil die zweite Thread ja auch, also es waren ja zwei Threads da und das ist dann das Problem. Ja. Aber naja, ich bin zuversichtlich für morgen. Doch, ich glaube, morgen sieht es ein bisschen besser aus, ja. Das stimmt. Ja, ich meine, unser Matchup ist nicht so kacke und ich weiß halt, dass es halt zwei mittelmäßigere Player sind. Ich meine, gut, ja, sie kennen auch Multikampf-Threads und sowas, aber die sind halt niveautechnisch nicht auf dem, was Rem und Shiny drauf haben. Das muss man so sagen. Wie gesagt, ich finde trotzdem, wir hätten das, glaube ich, also wir hätten einfach besser spielen müssen, das definitiv. Ja, das definitiv, ja, bin dann ich auch voll bei. Wir auch rocken können. Ja, der Timer hat uns ein bisschen so Strich für Strich gemacht. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, einfach zu sagen, also während die Moves durchgeführt werden, in der Animationszeit, dass wir uns da schon den nächsten Turn überlegen. Ja, das sollten wir morgen mal probieren direkt, genau. Dass wir das vielleicht so umsetzen und gucken, wie gut oder halt auch wirklich die Absprache mit dem wenigen Timer dann schnell versuchen. Beidseitig irgendwie hinzukriegen. Aber ja, das wird schon noch. Ja, klar, ich meine, und wenn nicht, das ist halt die erste Multiliga in Gen 8. Unser Team ist eigentlich sehr gut und ja, wie gesagt, ja. Erstes Game wäre winable gewesen, hätten wir die richtigen Fähigkeiten drauf, ne? Das war halt, das muss man halt so sagen. Und zweites Game haben wir auch ziemlich blöd runtergespielt, aber dafür war es am Ende eigentlich noch, sah es noch ganz okay aus. Ich meine, wir haben ein paar Kills noch gemacht, sind jetzt nicht so krass abgekackt, aber natürlich hätte man das alles gewinnen können und besser spielen können, muss man so sagen. Ich würde sagen, beim ersten Game war es ein Gen-Fehler und jetzt war es halt einfach ein Spielfehler, den wir gemacht haben. Beziehungsweise nicht nur Gen, sondern halt auch einfach Dings. Einfach auch Kalkfehler und so. Also war ja jetzt nicht nur, dass du einfach falsch gegent hast, sondern ich habe dir ja auch die falschen Sets durchgegeben. Ist ja so. Ja, ist aber auch, das ist passiert, ne? Ja, klar, definitiv. Also morgen gehen wir in Richtung Siegesstraße, hoffe ich. Genau. Wann würde es dir passen? Dann würde ich dir einfach schon mal fragen, wie es aussehen würde um die Zeit. 21 Uhr rum, würde ich denken. Ja, klar. Oh. Gerne. Ja, dann sage ich einfach mal so 21 Uhr, 20 Uhr so, damit du nicht direkt so einen extremen Zeitdruck hast bei 21 Uhr. Genau. 21:30 klingt gut. Genau. Ja, genau. Dann würde ich, sagen, das. Zumindest für die Aufnahme sage ich schon mal vielen Dank fürs Reinschalten. Schaut beim nächsten Kampf wieder rein. Vielleicht
dann mit einem Sieg unsererseits. Wir werden es sehen. Ja, und, werden wir, und wir werden es auch. Ich glaube an uns, sagen wir es mal so. Ich auch, genau. Also dann macht's gut, ja. Ne? Ciao. Ja, dann ciao. Warrior! Match! Match!